Humor, wundert mich, dass hier nicht Elbman steht. Oh Gott. Der Sichtwinkel ist ja eng. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich sitze hier gerade vor einer Kamera, die mir zur Verfügung gestellt worden ist von C-Humor, und zwar die CY63. So, jetzt habe ich mit Entsetzen schon festgestellt, dass die Kamera ein sehr enges Sichtfeld hat. Und der schöne verrottete Baumstamm, den ich hier immer im Sichtfeld habe, mit den Mäusen, wo die Mäuse drin leben, der ist nur zur Hälfte drauf. Gut, gespeichert wird in AVI eine Maus. Sieht aus wie eine vergrößerte Aufnahme. So, der Bildausschnitt ist irgendwie rangeholt. Liegt es an der Auflösung? Gut, wir packen einfach mal eine andere Speicherkarte rein und ändern mal die Auflösung, weil mit den Aufnahmen kann ich hier nichts anfangen. Also, das, also der Baumstamm ist vielleicht 2 Meter entfernt, so wie die Kamera gerade steht. Und ich sehe nur den halben Baumstamm und so ein bisschen daneben. Also guckt da selber mal, dann seht ihr das selber. So, das ist jetzt wieder so ein schönes Beispiel. Ich habe die Kamera vor einer Woche hier hingehangen und komme jetzt her, um den Test abzuschließen. Und kann es nicht, weil die Kamera mir leider nicht das zur Verfügung gestellt hat, was ich haben möchte. Okay. Ich habe jetzt an meinem DJI Pocket 2 ein kleines flaches Magnet angeklebt. Also zwei. Das eine habe ich reingeklebt und das andere kommt auf der Innenseite von meiner Jacke. Ja, cool. Das Äußere dieser Kamera kommt mir sehr bekannt vor von einem anderen Hersteller. Und leider auch das Innere. Die Bildqualität ist, naja, was man von einer Ausschnittsvergrößerung erwarten würde bei einer Bildkamera. Und die Tonqualität, die ist wieder völlig unten durch. Also hier unten ist ein kleines Löchlein drin. Ich weiß nicht, ob da das Mikrofon dahinter ist. Das Mikrofon ist garantiert wieder auf der Rückseite der Platine oder sowas. Die Kamera hatte ich jetzt umgestellt auf 2,7K. Und dann seht ihr die Aufnahmen, die jetzt noch in 2,7K entstanden sind. Ich habe gerade die C-Humor CY63 abgeholt. Die 2,7K Aufnahmen sind nicht viel besser oder schlechter als die 1080p. Ich würde dann trotzdem bei 1080p bleiben, weil die Files dann etwas kleiner sind. Ich zeige euch mal ein Vergleichsvideo zu einer anderen Kamera, die schon an der gleichen Stelle hing. Dann seht ihr diesen Bildausschnitt, was ich meine. Mein Fazit zu der Kamera, ja, das ist eine coole Kamera, um zum Beispiel ein Vogelhäuschen zu beobachten. Aber so für meine Zwecke ist die nicht geeignet. Mit der Kamera kann ich nicht viel anfangen, deswegen möchte ich die an euch weitergeben.
vielleicht für ein Vogelhäuschen zur Beobachtung oder einfach zum Rumprobieren, schreibt unten in den Kommentaren rein Hashtag CY63, dann wird die ausgelost und der Gewinner, der kriegt dann von mir die Kamera und ich packe auch noch eine Kleinigkeit von mir selber rein. Wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr meine neuesten Videos auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari. Boah, ich hasse sowas. Sowas will ich als erstes ausmachen. Piepton aus. Boah. Sehr schön, ich kann 25 Sekunden Videolänge einstellen. 1080p. Wenn ihr abonniert habt, dann...